Hallo Freunde der Spielkultur und willkommen bei Proof It, angespielt und reingeschaut mit Windward. Was mich in den ersten Bildern, die ich auf Steam dazu gesehen hatte, ein wenig an Pirates erinnert hat damals. Und wer sich noch erinnert, ist das Sid Meier's Pirates, wo man mit seinem Schiffchen querbeet ein unterwegs ist, um, ja, zum Bestätigen bitte hier klicken. Wir geben uns einfach einen neuen Namen. Neuer Spieler, Proof, Kampagnenkarte. Nennen wir einfach mal angespielt. Nein! Pingoland. So, Freunde dürfen teilnehmen. Anders als bei Pirates damals gibt es hier einen voll integrierten Multiplayer. Muss man sich aber jetzt nicht zu viel von erwarten, weil es ist insgesamt simpler gestrickt. So, jetzt werden wir erstmal eine Region starten, beziehungsweise unsere Welt generieren. Region 79. Benötigt 18, okay. Herausforderungsstufe 0. Valiant-Schiffe erhalten extra Erfahrung durch Kämpfe. Angehörige dieser Fraktion erhalten einen Rabatt beim Kauf eines Linienschiffes. Die sind für Warenhandel. Die sind fürs Erfüllen von Aufträgen. Die kriegen Erfahrung für Entdeckungen. Starten wir einfach mal. Das Schöne ist natürlich, wenn andere Spieler andere Fraktionen übernehmen. Und so sind wir schon drin. Wir sind im Schwierigkeitsgrad Anfänger. Naja, weil wir gerade anfangen natürlich. Und haben jetzt die erste Stadt hier. Es ist nicht so, dass wir reinkommen und dann tut sich ein riesiges neues Fenster auf, sondern es ist alles wirklich sehr praktisch gehalten. Also beziehungsweise es ist kein riesiger grafischer Aufriss. Und so kann man natürlich Gegenstände kaufen in den einzelnen Städten oder wir können hier Fracht aufnehmen. Da sehen wir nämlich, welche Fracht ist im Überfluss da und welche fehlt gerade. Die wollen nämlich eigentlich Pfeffer und Juwelen haben, verkaufen Weihrauch und Kohle. Können wir gerade nichts mit anfangen, weil wir nur 100 Gold haben hier unten. So, jetzt nehmen wir erstmal einen Auftrag an. Pier, dir das Schiff keine Sichtung, dahin zu bringen, nach Clemmefords. Und einen Piraten zur Strecke zu bringen, wäre noch ein anderer Auftrag. So lässt sich am Anfang erstmal recht gut Geld machen. In der Werft können wir hier nichts tun, weil hier gibt es nichts. Und bei den Gerüchten können wir sehen, was in der Region an Handel benötigt werden. So viel erstmal dazu. Talente gehen, wenn wir genug XP gesammelt haben. XP sammeln wir natürlich durch Erfüllen von Aufträgen, Handeln oder das Abschießen von Feinden. Und wir verfolgen gerade das Liefern der Fracht nach Chelmerford. Das wird uns markiert durch solche Linien und die Steuerung geht einfach per Maus. So, unser Auftrag wird sofort abgegeben. Die nächste Linie wird uns wahrscheinlich zeigen, wo der Pirat ist. Da sehen wir, hier gibt es zum Beispiel auch eine Kriegsschaluppe, die besser in den Fähigkeiten wäre. Knockerwick entdecken. Ne, Knockerwood. So, können wir leider nicht annehmen, weil unsere beiden Frachten sind voll. Ein Auftrag nimmt durch den Frachtbereich auch ein. Jetzt werden wir uns erstmal den Piraten suchen. Man merkt halt schon, es ist alles sehr simpel gestrickt, aber es funktioniert halt. Und das ist eigentlich das Schöne hier dran. Es gibt zum Beispiel auch Instanzen zum Kämpfen. Gegen andere Spieler. Hier gibt es das Schnellreisesystem, da brauchen wir aber erstmal Stufe 3. Beziehungsweise entweder ist es... Genau, 3 Talente werden benötigt, dann kann man in die nächste Region fahren. Genauso wird gleich der Kampf relativ einfach gestrickt sein. Wir haben im Moment auch nur eine einzige Fähigkeit, das ist nämlich dieser rücksichtslose Kugelhagel. Dadurch können wir bedeutend mehr Schaden anrichten beim Feind. Wenn wir ihn mal finden. Komm hoch. Da ist der Pirat. Mein Schiff
feuert automatisch, wenn es in der richtigen Reichweite ist. Nur wenn wir die Fähigkeiten einsetzen, müssen wir wirklich aktiv ja, mit rumhantieren, dass wir den Gegner angreifen. Es ist aber trotzdem entscheidend, welche Distanz wir zum Feind haben. Dementsprechend ist mich die Treffsicherheit unserer Geschütze gegeben oder auch nicht. Ahoi, Landratten! So, wir müssen aber aufpassen, dass wir nicht hier die Sanddüne treffen. Sonst kriegen wir nämlich, kann man auf Grund laufen, beziehungsweise wir kriegen Schaden. Wenn wir auf hoher See uns reparieren, kostet uns das Holz aus unseren Reserven. Deshalb sind nämlich hier unten die Anzeigen von Holz und Steine und Schwarzpulver. Das gilt als Rohstoffe. Und sehen halt auch, wir können Captain, einen Koch, dann was für eine Mannschaft wir hier einsetzen. Sehen auch, dass Tempo nicht sehr effizient ist. Die Segel sind relativ gut, Reichweite ist okay. Dann kann man hier noch unterschiedliche Segel einsetzen. Und, um das Schiff so ein bisschen zu verbessern. Ah ja, und es liegen gerne mal Kisten rum. Von anderen Schiffen, die gesunken sind oder einfach so als kleine Boni-Sachen. Also ein realistisches Karibik-Spiel liegt nicht vor, meine Freunde. Verdammt, hier ist nichts. Genauso wie euch vielleicht auch, wie euch vielleicht schon denken könnt, gibt es nicht die Möglichkeit, dass man irgendwie an Land kommt. Man kennt sie ja aus dem Sid Meier's Pirates, was natürlich eine ganz andere Klasse ist von der Größe her. Dass man natürlich auch an Land gehen kann, um an Land, wie heißt es, Schätze auszugraben. So etwas ist hier nicht vorgesehen. Da liegen wieder Kistchen rum. Da war Schwarzpulver. Ne, Moment. Das Schwarze ist nochmal. Doch. War Schwarzpulver. Ein Schiff folgt mir jetzt. Kann ich noch mehr Schiffe mitziehen? Ne, anscheinend konnte ich nur ihn jetzt dazu verleiten, mir zu folgen. Mal eben in die City hier. Landratten! Nur ein paar Landratten, die nach Adriga gebracht werden wollen. Kenn ich das denn schon? Ja, da ganz oben ist das. Aber jetzt fahren wir erst nach Norkavut. Damit wir da unseren Auftrag abgeben können. Übrigens, wie man sieht, die roten Schiffe, die gehören ja zu meiner Fraktion an. Und dementsprechend unterstützen mich beim Erforschen der Umgebung. Wollen wir jetzt erst die Passagiere da unten bringen? Ne, wir machen hier. Den da oben zu entdecken. Bringt ja auch Kohle. Und wir haben ein Talent freigeschaltet.
Verstärkter Rumpf. Kanoniertraining. Schaden steigt um 10%. Alle denkbaren Extras zwischen Ruder und Steuerrad steigern die Wendigkeit um 15%. Bis zu 15% Verbesserung für Diplomatie. Ahoi, Insel! Setzen wir den hier ein. So, wie man merkt, es dauert seine Zeit, bis man Geld hat. Angeln plus 2. Mangel an Angeln. Guck mal, das ist doch super. Dann kaufen wir zweimal Angeln und verkaufen die unten wieder. Stopp. Können wir mal schauen, was der Handel bringt. Jedenfalls geldtechnisch. Ich glaube, es sind die einzigen vier Dörfer, die es gibt. Oh. Atwal wurde eingenommen von Piraten. Ja, darum kümmern wir uns sofort. Da oben sehen wir die Kontrolle. Stopp. Ja, anderer Kapitän. Den Rest kann ich mir alles nicht leisten. Komm mit. Wir müssen unsere Stadt wieder erobern. Und wir lernen, wenn kein Bedarf existiert, können wir auch diese Ware nicht verkaufen. Richtig, oh verflucht! Upsala! Drehen, drehen, drehen. Der ist auf die Sandbank gefahren. Oder auch nicht. Egal. Auch ein guter Pirat. Muss seine Fahrt erledigen. Dein Ansehen verringert die Preise und erhöht die Anzahl von Anzahl und Güte von Gerüchten. Und jetzt haut er einfach ab, oder was? Ihr seid die Landratten. Weg, weg, weg. Meine Schiffe sollen mich da unterstützen. Das Schiff war neu. So, jetzt gucken wir, was passiert, wie ich das wieder einnehmen will. Ach so.
Da ist dann so ein bisschen Capture the Flag-like. Macht irgendwie so ein bisschen Sinn, wenn man dann gegen andere Spieler in anderen Bereichen kämpft, dass man denen dann einfach, ja, die Fahne entnimmt. Schütze die Städte, indem du Wachtürme errichtest. Die meisten Grenzstädte verkaufen das passende Baumaterial. Komm, wir haben einen neuen Kapitän bekommen zum Einsetzen. Das Beste ist, der ist sogar besser als der alte. Und die alten Sachen können wir dann in Erfahrung umändern. Aufträge. Einen Piraten zur Strecke bringen. Ist alles erledigt, der Rest. Ich glaube, mein Schiff hat sich jetzt auch automatisch repariert, während es angebrochen war. Und hier sehen wir übrigens die Spielerliste. Ist natürlich jetzt gerade nichts los, weil nur Freunde bei mir joinen dürfen im Einzelspieler. Man kann aber auch den Einzelspieler dann komplett alleine machen. Du. Ja, mir folgen zwar zwei Schiffe. Ein frontaler Rammangriff ist durchaus eine akzeptable Taktik, vor allem wenn dein Schiff größer ist. Aber jetzt hör nicht so ein Blödsinn. Ihr seid alles Idioten. Roteisenkanonen. Ausrüstung, um die Farbe des Rumpfs zu ändern. Segelemblem. Segeltempo. Summe 55, das wäre das nächstbessere. Ja, was soll ich mit den Angeln jetzt noch anfangen soll. Wir können mal wirklich die Schnellreise machen und einfach ins nächste Gebiet rüber tuckern. Was natürlich jetzt noch nicht erschlossen ist von uns. Ach, die Herausforderungsstufe wird dann höher. Wir können auch mit WASD reisen, sag ich mal. Vespa hat Interesse daran. So, weg hier. Jetzt müssen wir erstmal die anderen Städte finden. Wie Beute, Jungs. Das glaubt man nicht so schnell. Wir wissen uns zu verteidigen. Jetzt aber. Ach, Menno. Komm, Stoff.
wünschte, ich könnte die Angeln irgendwo verkaufen noch. Brenn ich? Aber auf See wird Holz benötigt, ja. Mit den Reparaturen. Dum 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 dum. Dum 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 dum. Braucht nicht irgendjemand angeln? Der Markt hier bringt auch gar nichts. Und der Sektor wird von Piraten kontrolliert. Was ein bisschen auch mit daran liegt, dass wir unsere Stadt da unten verloren haben. Ich hoffe mal, es ist eine Insel, die wir umfahren können. Ich habe das Gefühl, es gibt drei Tracks im Spiel. Die jetzt nicht schlimm sind, also ich finde die ganz gut. Aber es wiederholt sich dann doch sehr schnell. Dum 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 dum. Na toll, Pirat mit 3 Sternen. Der wird wahrscheinlich auch dementsprechend fit sein. Was haben wir gefunden? Eisenkanone. Ach, muss ich im Hafen machen. Okay. Aber anscheinend kann man halt auch Gegenstände hier finden. Direkt auf hoher See und nicht nur immer ein bisschen von den Ressourcen. Würde aber dennoch auch gerne sehen, wie das ist mit den Fracht... Also nicht mit den Fracht, sondern mit den Verteidigungstürmen bauen. Da war ja diese Info mit den Geschütztürmen. Schicke Farmproof. So, immerhin haben wir schon mal ein Schiff dann hier. Ah, wir können es ja doch einfach so verkaufen. Bau eines Leuchtturms. Ah, so baut man es dann also auf. Aber irgendwo wird hier gefeuert. Walnussrumpf. Ist auch grün. Also gibt es auch hier unterschiedliche Qualitätsstufen. Grau für normal, grün für vielleicht selten. Dann gibt es vielleicht lila oder sonst irgendwas.
Ach du Kacke, ist ja am Ende der Welt. Genau, bringen wir das erstmal nach Kasmire. Aber ich hätte auch den Leuchtturm ganz woanders setzen können. Weil es kam mit Informationen, wir können dadurch den Stadtwachstum behindern. So, euch können wir auch ganz sicher verkaufen. Ihr seid doch nichts wert. Ach so, es kommen auch nicht neue Aufträge mit der Zeit. Wer feuert denn hier? Da unten im Süden wird gekämpft. Ich entlasse dich mal. Ach, guck mal, der leuchtet sogar wirklich nachts. Die Kavallerie kommt! Da haben wir dich. Da unten ist übrigens direkt noch ein Pirat, oder? Ne, das ist ein feindlicher Leuchtturm oder einer von uns? Wir haben so viel Holz, ich repariere mich mal eben. Jedenfalls ein bisschen. Ich mach mal aus mir so einen richtigen Kämpfer. Da ich da so richtig Kohle rauskriege. Da oben wurde ein weiteres Schiff produziert bei meinem Hafen. Auch wieder Leuchtturm. Mein Ansehen ist neutral. Ich leiste doch schon gute Arbeit. Meine Güte. Also irgendwo gibt es hier von Piraten kontrolliertes Nest. Das ist auf jeden Fall ein feindlicher Leuchtturm. Da ist Westberg. Ich glaube, mein freundlich gesinntes Schiff wird das gerade schon einnehmen. Sehr gut. Ja, man muss erst um die Insel rumfahren. Nein, du sollst das nicht alleine erobern. Ich helfe dir.
Komm, haben wir 100% Kontrolle über den Sektor. Stopp, 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 stopp. Sehr gut. Hä? Warum ist das denn gelb jetzt? Boah, hier gibt es einen Schoner für 100.000 dann schon. Ich denke mal, das ist doch das, was am Ende sehr motivierend sein wird. Sein Schiff immer weiter zu verbessern oder ein neues Schiff zu kaufen auch. Ort des Neuanstiegs nach dem Tod. Stopp, 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 stopp. Drehen, drehen, drehen. Ich wollte mich aber schon, dass das jetzt eine andere Farbe hat. Da ist der Pirat. Aha, wir können also Piraten auch bestechen. Meine Güte, der ist genau zu... Der ist zu weit weg, ne? Sehr gut. Das war gar nicht der Pirat, der ich zur Strecke bringen sollte. Den holen wir uns jetzt noch. Irgendwo muss er sein. Du bist der Pirat, den ich töten soll. Okay, Friendly Fire durch Rammen gibt's nicht. Und da hinten kommt noch ein Pirat, der lila ist. Ich glaube, lila ist keine gute Farbe. In dem Fall. Komm mal mit. Vor allem, der hat 3 Sterne. Ach komm, ich kassiere einfach mal volle Kanne von ihm. Nix so knapp. Was bedeutet schlechter, als ich gedacht habe. Jetzt werden wir erstmal unsere Stadt zurückholen. Sehr schön. Glinova entdecken. Na, ein ständiges Hin und Her mit den Piraten. Tja, aber ich sag erstmal, das war's für das Angespielt. Ihr seht, es gibt eigentlich viel zu tun, vor allem Schiff verbessern, neues Schiff vielleicht bauen später, Leuchttürme bauen, Wachtürme später bauen, dafür gibt es dann so kleine Bausets. Es gibt Piraten an allen Ecken, es gibt feindliche Fraktionen später, gegen die wir kämpfen können. Also wir haben insgesamt eine relativ simple Spielmechanik, die aber wahrscheinlich langfristig auch gut motivieren kann, wenn man mit dem einen oder anderen Freund dann auch spielt auf dem Server oder mit mehreren Spielern. In unterschiedlichen Fraktionen und dann natürlich gegeneinander buhlt um die unterschiedlichen Regionen.
weil ich mir ziemlich witzig vorstellen kann. Wo kommst du denn her? Ich hab dich nicht gekauft. Und. Allein der Wechsel zur Kriegsschaluppe. Hast du mehr Offensivfähigkeiten? Und es gibt ja auch noch weitere Schiffe. In dem Sinne, lustiges Spiel für zwischendurch. Ob das jemand 12 Euro wert ist, muss er für sich selbst entscheiden. Ich finde es auf jeden Fall ganz witzig und werde bestimmt die eine oder andere Minute noch hier drin verbringen. Bis dahin, ciao, euer Doc.